Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, unsere Güterzüge sind unterwegs, wir haben noch freie Gleise, wir könnten hier also noch was tun. Und ich habe gesagt, wir werden was tun, nämlich wir werden noch nach Köln und nach Wien Maschinen und Werkzeuge bringen. Aber ich möchte das kurz verschieben, denn ich hatte noch eine andere Idee, die ich in Angriff nehmen möchte. Jetzt in den Kommentaren stand zwei, dreimal, oben blinkt's. Das ist richtig. Hier war mal langes und Sägewerk, das irgendwie nicht richtig gearbeitet hat. Und jetzt haben wir hier diese Lebensmittelfabrik. Da können wir nichts machen, denn die steht, wenn wir sie mal aufrufen und mal hingehen, hier hinten. Und die hat halt keine Funktion. Wir haben hier die Kunststofffabrik, hier diese Lebensmittelfabrik, die hängt am Netz. Die kann aber nicht produzieren, weil sie nicht beliefert wird. Und hier haben wir den Bauernhof, der eben zuständig ist hier für die Kunststofffabrik. Also das werden wir nicht mehr wegkriegen. Da müsste man das Teil abreißen. Dafür gibt es eine Mod. Der traue ich aber nicht so. Also ich traue durchaus der Mod, aber ich traue dem Spiel nicht. Ich glaube, wenn wir das Teil abreißen, könnte es gut sein, dass das Spiel dann nicht mehr läuft. Deswegen lassen wir das einfach da. Dann soll es hier oben blinken, weil wenn es nicht wegen der Lebensmittelfabrik blinkt, dann blinkt es wegen dem Sägewerk. Dann lassen wir es blinken. Gut, also hier, das ist verschoben. Nicht aufgehoben, sondern verschoben, dass wir nach Köln und nach Wien gehen. Denn jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir hier hinten nach Oberböser düsen. Denn hier unten haben wir noch ein freies Gleis, wenn man hier guckt. Das ist ja unser Bahnhof hier für diese eine Linie, die hier lang düst. Genau, die wunderschöne Dampflokomotive. Ich kriege es natürlich nicht schön zu fassen, weil es eine Brücke ist. Da kann ich die Kamera nicht hinlegen. Aber ja, das ist der Grund, warum wir hier nochmal einen Bahnhof haben. Und da habe ich schon, als wir den hingestellt haben, gesagt, da machen wir noch was, weil da haben wir noch ein zweites Gleis. Und jetzt, was machen wir? Wir machen Folgendes. Wir werden quer über die Map ein Gleis ziehen. Und zwar für einen Hybrid. Also nochmal eine Hybridstrecke. Das Besondere an dieser Strecke ist aber, wir haben ja natürlich alles dermaßen verbaut. Eigentlich geht das gar nicht. Das geht nur, wenn wir entweder alles unterirdisch machen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht mag, weil ich dann meine Züge nicht sehe. Oder wir könnten das halt so machen, dass diese Linie im Prinzip praktisch nie den Boden berührt. Also das wäre dann sowas wie eine Hochbahn, die hier irgendwie quer rüber geht. Wie das genau aussieht, das werden wir wissen, wenn wir es bauen. Ja, und damit fangen wir mal an. Mal gucken, wie das rauskommt. Natürlich, Kriterium ebenfalls, völlig gerade. Also wo es geht gerade, wo es geht hoch, ab und an vielleicht mal auf den Boden zurück. Das müssen wir gucken, wenn es Sinn macht. Ansonsten gibt das tatsächlich so eine Art Brückenhybridbahn. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn hier unser Gleis? Wenn wir hier die Linie mal aufrufen, dann wäre das ja das rechte Gleis. Du hast eine Länge von, das wäre eben auch nicht ganz unwichtig. Und vor allem, wir müssen noch schnell gucken, wo wir hinwollen. 240 Meter. Okay, ich glaube, der Hybrid hat keine 240 Meter. Wir werden es rausfinden, sonst müssen wir hier irgendwie das Ganze anders lösen. Also wir wollen nach Heisenberg City hier hinten. Und zwar dachte ich mir, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir mal schauen. Wir haben doch hier einen unterirdischen Bahnhof. Hat der noch ein Gleis frei? Sehe ich das irgendwie, wenn ich hier die Linie einstelle, sehe ich, dass hier unten ein grüner Zug oder eine grüne Linie hier reindüst. Ich sehe aber irgendwie Kollege Bahnhof nicht. Wie mache ich denn den Bahnhof sozusagen hier an? Indem ich hier mal klicke. Da ist er ja, der Bahnhof. Welches Gleis wird jetzt hier benutzt? Wie finde ich das raus? Da müsste man vielleicht mal kurz bei einem Zug ansteigen. Ah, sehr schön, da kommt ja eh gerade einer. Dann werden wir das nämlich rausfinden. So, die Tischewe-Linie. Aha, das rechte Gleis ist das eigentlich. Dass wir hier unterirdisch reingehen mit dem Hybrid. Auf das linke Gleis in dem Fall. Okay, das werden wir nochmal kontrollieren, wenn wir dann hier in der Nähe sind, weil das wird ein Momentchen dauern, bis wir hier sind. Der hält jetzt hier an, fährt da hinten wieder raus und wir werden hier wahrscheinlich drehen. Sprich, dass wir dann die gleiche Strecke zurück wieder nutzen. So, gut, dann hätten wir das geklärt. Also das ist definitiv einmal quer über unsere Map rüber. Ich bin gespannt, was wir hier alles für kleine Problemchen haben werden. Das wird kaum einfach so funktionieren. Also, wir schauen. Wir nehmen ein Gleis. Logischerweise die schnellen. Ja, wir machen hier mal zwei Gleise raus. Und gehen hier aber eben halt schon mal auf eine Brücke. Wenn das funktioniert, das funktioniert. Dass wir wirklich den größten Teil auf einer Brücke haben. Müsste das. Das wird schon mal schwierig. Okay, ein bisschen Land darf durchaus sein. Und natürlich nehmen wir hier eine wirklich schnelle Brücke. Also eine schnell wirkende, eine moderne Brücke. Wir haben was, was tatsächlich ein bisschen so nach einer Hochbahn aussieht. Und wir werden durchgehend die gleiche Brücke verwenden. Die wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist, wenn wir dann mitfahren, wir sehen da fast nichts. Weil hier ist halt zu.
Deswegen nehmen wir die hier. Da sehen wir was. Ne, das ist die falsche. Wo war sie denn? Die haben wir noch, die haben wir noch. Das ist der Damm, den wollen wir auch nicht. Die hier. Die hat ein Geländer. Da sehen wir, wo wir lang düsen. Wie sieht es bei der aus? Würde man wahrscheinlich auch relativ viel sehen. Die sieht fast noch besser aus. Irgendwie so ein Geländer ist irgendwie... Ich meine, hier oben spaziert ja keiner. Ich hoffe es zumindest. Also, das wäre eigentlich schon gar nicht schlecht. Wenn wir das jetzt so bauen, dann werden wir die Weiche da vorne aber... Oder hier... Ja doch, die können wir auch machen. Ich baue es mal. So, nehme dich hier rüber. Oh, haben wir hier drin Strom? Ich glaube nicht. Kriegen wir hier noch Strom rein? Weil sonst wird der Hybrid nicht so begeistert sein. Wir gucken mal. Zweiter Straßenanschluss. Oberleitung. Jawohl, das funktioniert. Die werden wir hier brauchen, ganz klar. Wird ja die Dampflokomotive nicht stören. Stört eher ein bisschen das Bild, weil es eben eine Dampflokomotive ist. Aber wir haben hier das Treffen der Generation. Wir haben einerseits die Dampflokomotiven, die hier reinfahren. Und ja, später dann den Hybrid, der von hierher kommt. So, jetzt sind wir hier auf Land. Das ist schon mal die erste Sünde, wenn ich sowas bauen möchte. Und wir machen es natürlich zweigleisig, ganz klar. Aber man sieht schon, das ist ja halt schwierig. Wir sind ja auch noch im Bahnhofsbereich. Das macht eigentlich nichts. Hier geht es dann wieder auf die Brücke rauf. Machen wir das doch mal so. So hier oben durch. Wir bauen das. So, das zweite Gleis haben wir dann hier. Ich möchte aber natürlich für den Hybrid auch ein zweites Gleis. Funktioniert das noch, wenn ich das so mache, dass ich hier reinkomme? Sonst werden wir das nochmal kurz kappen. Ja, ich habe das eigentlich gebaut, damit das schon mal gut aussieht. Aber eigentlich brauchen wir ja das zweite Gleis. Ergo, wir machen das so. Wir können natürlich auch nur einen Zug nehmen. Oder wir könnten eine Ausweichstrecke machen, dass wir das Ganze nur eingleisig bauen. Wäre auch mal eine Möglichkeit. Sollen wir das vielleicht sogar machen? Dass wir einfach eine Ausweichstrecke irgendwo in der Mitte haben. Und dann machen wir halt nur zwei, drei. Ja, das ist dann das Problem. Dann können wir nicht allzu viele Züge raufsetzen. Schöner wäre natürlich schon, wir hätten es halt zweigleisig. Und dann könnten wir, ja, für die Strecke, da können wir schon nochmal so 10 Hybride raufstellen, denke ich mal. Wir machen das so. Wäre zwar irgendwie noch reizvoll gewesen. So eine Strecke mit einem Gleis, die irgendwo ein Ausweichgleis hat. Das haben wir zwar alles auch schon, aber... Ja, für die Hybride. Nur eben, dann müssen sie natürlich auch die ganze Zeit wieder Tempo reduzieren. Also irgendwie, nein, machen wir es besser so. Ist, denke ich, einfacher. So, jetzt aber ab hier, wie gesagt. Aha, okay, so viel zum Thema. Hier wollte ich eigentlich schon eine Brücke haben. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal abreißen. Ich habe nicht geguckt, wo wir hier langkommen. Wenn wir hier zack, 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 zack eine Steigung haben. Aufs Gerade verzichten wir mal noch, weil jetzt heißt es erstmal hier aus diesem Klüngel rauskommen. Ja, das klappt natürlich nicht. Okay, da habe ich nicht geguckt, wo es hingeht. Es geht schon los mit den Problemen. Ist aber halb so schlimm. Wir haben ja Zeit, definitiv. Und keine Angst, diese Maschinen- und Werkzeuglieferung, die kommt natürlich auch noch nach Wien und nach Köln. Das habe ich ja gesagt. Das machen wir dann nachher. Ich habe aber eben versprochen, dass wir in dieser Folge wieder anfangen mit Personenverkehr. Und das machen wir jetzt ja auch gerade. Wie sieht das denn aus, wenn wir hier durchgehen? Vielleicht noch ein bisschen runter. Dann kommen wir da in den Tunnel rein. So viel zum Thema Brücken. Und dann haben wir da schon wieder was im Weg. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Wir müssen uns zuerst mal überlegen, wo wollen wir denn lang? Das ist halt eben, hier ist alles zugebaut. Später, wenn wir auf der Brücke sind, können wir Höhe generieren. Dann kommen wir vielleicht über die Brücken rüber oder unter den Brücken durch. Aber hier aus diesem, ich muss mal hier rausgehen, sonst haben wir keine Performance. Ja, aus diesem Klüngel rauskommen, das ist dann doch noch relativ schwierig, weil wir hier die Höhe nicht haben. Im Prinzip müsste man hier schon auf die Höhe kommen, dass wir hier mit Brücken rüber können. Das müsste da irgendwie zu schaffen sein. Was macht denn das Gleis hier von der Ausrichtung her? Ich gucke nochmal schnell. Ja, ist eigentlich schon möglichst rauf. Wir müssen hier halt tatsächlich, wenn wir es so machen... Wir kommen halt nirgends auf eine Brücke. Das gäbe hier wieder einen Tunnel. Und ein bisschen weiter nach hier hinten düsen. Ja, ihr seht schon, das ist gar nicht so ohne. Weil wir hier natürlich auch völlig am Berg sind. Wir kriegen hier keine Brücke hin. Weil wir die Höhe nicht hinkriegen. So schnell. Einfach mal testen. Aber es wäre wahrscheinlich fast clever, man würde tatsächlich hier in einen Tunnel rausgehen. Und hier dann irgendwie Anlauf nehmen. Aber da gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, die Idee nicht. Wir müssen auf eine Brücke kommen. Wir könnten hier natürlich eine Schleife machen. Lasst uns hier doch eine Schleife machen. Wenn wir das so machen. So, dann haben wir hier die Höhe. Das wäre auch mal was Neues. Dann haben wir hier eine relativ komplizierte Ausfahrt. Ganz klar. Aber das ist doch eigentlich eh schön. Ist das die Brücke, die ich wollte? Nein. Jetzt muss ich für einmal die Brücke haben. Und dann kann ich natürlich immer
mich daran orientieren, was wir genommen haben. War das die? Ich glaube ja. Zack, das war die hier. Ja, das war schon die. Nee, das war, da sieht man eben nichts. Das war doch mein Kriterium. Und dann kam die und dann war das Kriterium, genau, dass man da eben die Geländer hat und hier ja keiner lang spaziert. Das war schon die, glaube ich. Hätte ich sie mal da hinten nicht abgerissen. Doch, doch, wir nehmen mal die. Gut, maximale Höhe haben wir. Ich baue es mal, um zu gucken, was passiert. Jawohl, wir generieren so tatsächlich Höhe. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich so rüberkommen. Gut. Ja, da muss man halt zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, wenn es so nicht geht, wie man es wollte. Jetzt werde ich das einmal mal testweise hier rüberziehen. Jawohl, jetzt haben wir die Höhe. Jetzt kommen wir hier auf eine Brücke rauf. Kommen wir noch ein bisschen höher. Jawohl. Dann wären wir hier hinten. Das sieht gar nicht schlecht aus. Die Frage ist, ist das in Ordnung? Ich denke mal ja. Und dann hier? Ja, dann wird es hier wieder schwierig. Aber hier funktioniert es. Brücke, Brücke, Brücke. Alles auf einer Brücke. Ja, das machen wir. Wir müssen dann einfach daran denken, dass wir natürlich irgendwann auch wirklich zu diesem Straight Ahead, also geradeaus Dingens kommen. Weil sonst gibt es einen Hybrid, der die ganze Zeit Kurven fährt. Und das ist dann auch nicht wirklich die Idee. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen runterziehen, nicht hier in den Berg reingehen. Was passiert, wenn wir es so machen? Dass wir hier ein bisschen über Städtchen rüberdüsen. Wird aber auch nicht funktionieren. Ich baue es mal. Ich muss es testen. Wenn es nicht funktioniert, dann kappen wir es wieder. Es ist eigentlich ganz einfach. So, wir nehmen aber schon mal das zweite Gleis mit, würde ich vorschlagen. Um zu gucken, ob das funktioniert. Ja, genau. Nee, so wollen wir es natürlich nicht. Sondern wenn, dann so. Hier rüber. Ja, das müsste eigentlich schon klappen. Ich möchte halt, wenn wir jetzt uns dazu entschieden haben oder dafür entschieden haben, dass wir das so bauen mit diesem zweiten Gleis, dann möchte ich natürlich schauen, dass wir überall das zweite Gleis haben, denn alles andere bremst unseren Zug einfach massiv. Gut, das hätten wir mal bis hierhin. Und jetzt? Vielleicht müssen wir halt doch noch ein bisschen schlängeln, um aus dem Städtchen rauszukommen. Eigentlich wäre es am coolsten hier rüber, aber das... Okay, das können wir vergessen. Eine Achterbahn haben wir schon gebaut. Das ist definitiv nicht die Idee, was wir wollen. Geht nicht. Doch irgendwie darüber. Wahrscheinlich müssen wir schlängeln. Am einfachsten wäre es natürlich tatsächlich gewesen, um hier rauszukommen, wenn wir einen Tunnel bauen. Aber ihr wisst ja eben, meine... Ja, wie soll ich sagen? Es ist nicht unbedingt eine Hassliebe zu einem Tunnel. Ich mag Tunnel, aber eben, man sieht halt den Zug nicht. Und wenn wir so eine Strecke machen, da ist natürlich schon die Idee, dass man den Hybrid hier, zack, rüberdüsen sieht. Relativ schnell und zackig. Aber dann machen wir es so, dass wir hier Anlauf holen. Wir machen hier nochmal eine Kurve rein und gehen dann straight ahead hier rüber. Und wenn es halt nicht anders geht, werden wir halt in, sag ich mal, relativ komische Höhen kommen. Das würde sogar klappen so. Also wenn ich es hier rüber mache. Und ich habe tatsächlich Angst ein bisschen, dass das Spiel dann irgendwann mal abstürzt und Nein sagt. Ui, hier können wir ja nochmal massiv Höhe generieren. Okay, also das würde klappen. Dann sind wir hier. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier über den Steinbruch rüber, wenn wir halt nochmal eine entsprechende Kurve machen. Also so geht's nicht, aber so, Moment, so ging's. Machen wir mal Höhe gewinnen, wie gesagt, das werden wir halt sowieso müssen. Jetzt hier mit einer Kurve hier rüber. Ich werde nachher gleich mal speichern, weil irgendwie, okay, durchs Bergwerk durch kommen wir natürlich sowieso nicht. Das heißt natürlich, ich dachte, oh, so geht's. Weil vielleicht der Kran hier keine Kollisionsabfrage hat. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Wenn wir es so machen, kommen wir hier an dem Teil vorbei. Jawohl, dann kommen wir an dem Teil vorbei. Jetzt möchte ich hier aber mal ein bisschen runter noch. Ja, ist aber genau das, was ich eigentlich wollte. Eben diese Art Hochbahn. Vielleicht ein bisschen weniger hoch hier rüber. Das wäre noch schön. Deswegen kappe ich es nochmal. Keine Angst, das wird jetzt nicht in jedem Städtchen, hoffe ich, so ein Problem geben. Sondern, ja, wir müssen jetzt halt hier einfach mal rauskommen und sozusagen, ja, wie soll man dem sagen, den Schwung mal haben, den wir brauchen. Okay, so wird es auch funktionieren. Dann hätten wir ein bisschen weniger Höhe. Vielleicht ein bisschen noch rauf. Okay, dann geht das hier rüber und dann geht es da weiter. Was für eine Konstruktion. Okay, mitkommen. Mal schauen, ob das problemlos funktioniert. Ja, es wird schon gehen. Moment, das müssen wir nur entsprechend, genau, hier lang ziehen. Dann werden die Pfeiler neu angeordnet. Jetzt könnte es hier natürlich ein Problem geben mit dem Steinbruch. Mal gucken.
Nee, das funktioniert auch. Okay, wir bauen das gleich mal. Was passt, passt. So, jetzt. Die Ausrichtung wäre, wir müssten, ja, ungefähr nach da hinten. Am besten hier quer durch, dann haben wir die Stadt hier schon mal weg. Und jetzt möchte ich natürlich eben relativ schnell in diesen geraden Bereich kommen. Wir können hier nochmal ein bisschen runter, wir brauchen hier keine massive Höhe. Da hinten dann wieder, da können wir wieder rauf. Und jetzt würde ich sagen, ab hier ist dann tatsächlich der Startschuss, wo fertig ist mit Kurve. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann... Also wenn es nicht unbedingt sein muss, dann keine Kurve, so rum. Und sonst eben primär wirklich jetzt straight ahead geradeaus, damit der Hybrid freie Fahrt hat. Mal schauen, ob wir das hier schaffen. Ich werde jetzt aber trotzdem mal kurz speichern. Wir haben jetzt so eine Konstruktion hingestellt. Ich weiß nicht, ob das Spiel nicht irgendwie plötzlich denkt, da ist doch noch eine Mod dazwischen. Da müssen wir aufpassen, ob das überhaupt funktioniert. Deswegen machen wir erstmal einen prophylaktischen Absturz. Man weiß es ja nie. Gut, mitkommen. Da haben wir die 300, das würde passen, hier quer rüber. Hier haben wir eigentlich auch noch ein bisschen Platz, da müssen wir einfach die Höhe wieder haben. Da machen wir das mal bis hierhin ein bisschen mit Gefälle. So, weil sonst sieht es komisch aus. Wenn wir wirklich massiv Höhe haben und darunter ist nichts, das ist irgendwie auch nicht, was ich möchte. So, jetzt werden wir hier aber wieder zur Höhe kommen. So, damit wir hier wirklich eine Steigung haben und hier auch problemlos rüberkommen. Hier ist noch eine Fabrik im Weg. Das sollte trotzdem noch gehen hier mit dem zweiten Gleis, wenn ich es richtig anstelle. Moment, wir bauen es mal bis hier hin und dann hängen wir es hier zusammen. So, einmal runter und zusammenhängen und perfekt. Okay. So, ist die richtige Brücke. Ich dachte gerade, ich hätte ein Geländer gesehen, aber da ist keins. Das funktioniert. Jetzt nehme ich mal dieses Gleis mit. So, wir gucken einfach wieder, was passiert, wenn wir es so bauen. Wir wollen die 300 behalten. 300, 300, 300, das würden wir. Wir könnten hier also problemlos rüberrasen. Vielleicht noch ein bisschen runter, damit es ein bisschen besser aussieht. Okay. Gebonkt, zweites Gleis mitnehmen. Und die Fahrt, die wird natürlich relativ cool, denke ich mir mal. Also das ist eigentlich auch der Grundgedanke, warum ich das baue. Weil mich interessiert, wie das ist, wenn man so ein bisschen über allem drüber ist. Das haben wir so noch nie gemacht, dass wir im Prinzip wirklich eine Strecke bauen, die halt primär tatsächlich ja über allem anderen schwebt. Die schwebt nicht mal, sondern hier wird gerast. Also schweben tut sie trotzdem, aber ja, ist ja dann doch eine relativ fette Raserstrecke. Wir könnten uns jetzt einen Gefallen tun, wenn wir das Ganze so hoch bauen, wie wir es gerade haben. Dann hätten wir eigentlich keine Hindernisse mehr. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, wenn es geht, ein bisschen runter. Zum Beispiel so. Und jetzt muss ich nochmal, jetzt haben wir halt null Performance, wenn ich hier die ganze Zeit mit sowas an der Angel rumhänge. Ich muss erstmal gucken, wo lang. Also hier dran vorbei ist schon mal okay. Vielleicht hier auf den Berg rüber. Und dann hier rüber auf die Seite. Dann wären wir hier hinten. Da ist da oben dann eh schon, da hinten Heisenberg City. Es wäre auch möglich hier quer durchs Tal durch. Oder wir gehen halt, Moment, muss nochmal schnell gucken. Hier oben rüber, da hätten wir mehr Platz. Kommen dann hier hin, nach Stuttgart. Und in Stuttgart, irgendwie, ja, so über den Fluss rüber. Hier haben wir natürlich auch ordentlich Brücken und Co. Wir können ja eh mal kurz runter. Hier waren wir schon länger nicht mehr. Ah, und sie fahren immer noch. Sehr schön. Hier ist immer noch ein stetiges Kommen und Gehen. Wunderbar. Das Teil hier kann ich mal wegnehmen. Dann sehen wir es ein bisschen schöner. Ja, das ist schon ein sehr, sehr cooles Fleckchen hier. Stuttgart gefällt mir ausgesprochen gut. Auch Heisenberg City, wo wir ja hindüsen mit dem Hybrid. Hier ist natürlich ein schönes Städtchen. Relativ groß und eben mit relativ vielen Zügen. Also, wie machen wir das? Hier rüber. Das könnte man machen. Oder vielleicht sogar hier vor dem Flughafen rüber. Das ist noch Zukunftsmusik. Aber ich muss ja irgendwie wissen, wo wir hier an München vorbeigehen. Und da würde ich schon hier oben eigentlich hintendieren. Wo ist denn meine Strecke? Jetzt finde ich meine Strecke nicht mehr. Hier haben wir auch noch so eine Konstruktion. Wo sind wir stehen geblieben? Das ist sie. Ach, das war sie eh schon. Ne, hier vorne ist sie. Da, wo sie aufhört. Gut, da stimmt die Ausrichtung eigentlich. Wir schnappen uns wieder Kollege Gleis. So. Ja, jetzt ist halt, das tut mir leid, die Performance ist, wenn wir so bauen, schon nicht mehr wirklich cool. Das muss ich schon sagen. Da könnte man natürlich auch den Pausenmodus nutzen, dann wäre sie auch da besser. Das haben wir früher schon immer gemacht. Das mussten wir dann nicht mehr, als der Patch rauskam. Aber wenn wir jetzt so eine
Anlage haben mit so vielen Sachen, dann müssen wir das natürlich wieder machen. Gut, wenn wir das so haben. Wir könnten sogar noch ein bisschen runter. Nee, dann kommen wir auf die Erde. Das möchte ich ja, wenn es nicht sein muss, nicht. Okay, das kann man eigentlich so machen. Straight ahead 300. Vielleicht noch ein bisschen eine Kurve, weil wir wollen ja hier oben lang. Solange wir die 300 haben, haben wir sie. 300, 300, 300. Ich werde nachher dann auch noch mal kurz prüfen. Ja, wir gehen hier ganz kurz auf die Erde. Das finde ich dann doch wieder nett. So, zack. Das macht auch nichts. Eben, ich habe ja nicht gesagt, wir machen jetzt wirklich ausschließlich nur eine Brücke, sondern primär, weil es anders gar nicht geht. Wir kommen hier nicht an all den Sachen vorbei, wenn wir hier nicht auf Brücken ausweichen oder eben Tunnel. Das habe ich aber vorher gerade erklärt, warum wir nicht einen Tunnel machen. Wir sehen die Züge eben nicht. Gut, hier lang, dann hier oben rein. Und hier haben wir sowieso eigentlich noch relativ viel Platz. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das sind natürlich alles Tunnel. Von daher kommen wir hier relativ leicht rüber und würden dann, würde ich sagen, in diesen Bereich hier vorstechen. Dass wir hier unten das Autobahndreieck noch haben, dass wir hier einfach quer rüber gehen. Und das dann aber eben, wenn es irgendwie geht, möglichst nicht mit Höhe. Also möglichst am Boden, also nicht am Boden entlang, sondern immer noch auf der Brücke. Aber jetzt eben nicht in 10 Kilometer Höhe, sondern genau in der Höhe, wie wir es eigentlich brauchen. So, das ist schon mal gar nichts, das sieht man. Das wäre zum Beispiel etwas. Das würde dann hier im Hinterland von München einfach quer durchführen. Ja, das kann man machen. Jetzt ist aber die Ausrichtung natürlich Käse. Wir wollen ja eigentlich hier hin. So, ich habe gespeichert. Also falls jetzt irgendwo das Spiel... Oh, das geht. Falls irgendwo das Spiel denkt, nein. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus mit diesen ganzen Röhren hier unten. Aber die Röhren, die sind natürlich weg. Sobald ich hier klicke, dass die Brücke gebaut wird, sind die Röhren weg. Dann können wir es uns ansehen. Das ist eigentlich genau, was ich wollte. Wenn wir ein bisschen runtergehen... Ui, jetzt wird es ja ganz krass. Na, das hat aber auch was. Haben wir hier dann irgendwo eine Kreuzung? Nee, hier kommen wir überall über die Gleise rüber. Das ist fast noch besser. Dann sind wir ein bisschen weiter unten. Das ist natürlich dann wieder ganz eine andere Wirkung. Und hier vorne sollten wir trotzdem rüberkommen. Ich baue das mal. Wie gesagt, abgerissen haben wir das so schnell wieder, wenn irgendwas nicht okay ist. Von daher, und man muss es halt einfach auch mal bauen, um zu sehen, ob es klappt. Das kann jetzt auch sein, dass wir ein Problem bekommen, weil das zweite Gleis hier nicht funktioniert. Dann werden wir auch nochmal korrigierend eingreifen. Uiuiui, es rechnet und rechnet und rechnet. Und hat hier tatsächlich eine Brückenpfeiler-Kollision. Jetzt müssen wir gucken, wo das ist. Moment, das können wir bauen. Das habe ich gerade gesehen, das geht. Wenn hier nicht die ganzen Tunnel die ganze Zeit noch mit rein berechnet werden würden, machen wir es halt so schrittweise. Das geht wieder nicht. Da muss ich nochmal schnell gucken. Das könnte tatsächlich ein Problemchen geben. Weil, ja, wir sind so krumm hier drüber. Ja, da kommt er mit den Pfeilern nicht klar. Kommt er damit klar, wenn ich das länger mache? Das müssen wir jetzt einfach testen. Ansonsten müssen wir hier nochmal kurz abreißen. Das können wir auch. Das wir hier ummodeln. Okay, das geht nicht. Oh, das geht auf beiden Seiten nicht. Das ist dann aber nicht wirklich erfreulich. Oh. Okay, wenn wir hier ausweichen und die, ja, das zweite Gleis ein bisschen wegnehmen, also nicht parallel führen, das müsste eigentlich klappen. Das kann ich mal gucken. Wenn man das mal so, so mit einem kleinen Trick, dann kappen wir, nee, wir kappen das noch nicht, wir bauen jetzt das andere Gleis. Muss mal gucken, von hierher kommend. Okay, dann haben wir hier den, ja, den Ursprung, wie wir es machen wollen. Und jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Ja, da rein funktioniert natürlich nicht. Ich muss das nochmal kappen, sonst dockt es an. Und aufpassen, dass ich ja nicht hier mit dem Tunnel oder irgendwas so wische. Ach, hätte ich doch diese Werkzeug- und Maschinenstrecke zuerst mal in Angriff genommen nach Köln und nach Wien. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Ich muss aber sagen, ich liebe solche Sachen. Also ich liebe das tatsächlich, sowas zu bauen. Wir brauchen hier mal nochmal ein bisschen Gleis, das kommt dann weg. So, und jetzt, wenn ich das hier rüberziehe, dann geht er runter, macht und tut. Das ist alles nicht, was ich möchte. Bis wohin kommen wir denn? Es ist halt tatsächlich kein großer Bereich, der nicht funktioniert. Das geht alles. Nur hier geht es nicht. Ja, da können wir machen, was wir wollen. Das geht sogar eben auf beiden Seiten nicht. Hier sind wir zu krumm. Gefällt mir aber eben so gut, dass ich es eigentlich lassen möchte. Deswegen diese Übung hier.
Moment, ich brauche hier festen Boden unter den Füßen. Brückenpfeilerkollision, Brückenpfeilerkollision. Wie sieht es aus, wenn das so machen? Dann haben wir immer noch eine Brückenpfeilerkollision. Gibt es eine Stelle, wo wir keine mehr haben? Nee, es rechnet. Oh, doch, hier geht's. Okay, schaut mal, das ist doch eigentlich eh relativ parallel. Ja, das machen wir. Dann muss ich hier einfach das dritte Gleis natürlich kappen. Okay, das machen wir mal. Das gefällt mir. Und da vorne kommen wir dann natürlich wieder zusammen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die richtigen Gleise hier wegkriege. Und hier einen Anschluss dann mache. Also, das wäre mal... Zack. 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 Wieder aufpassen wegen dem Tunnel da unten. Nicht, dass ich irgendwas abreiße, was ich dann nicht mehr wirklich schön hinkriege. Das kennt man. So, das wäre dann so. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch den Anschluss. Deswegen nehme ich das hier auch nochmal weg, weil das müssen wir ein bisschen mit mehr Weg machen. Sonst verlieren wir hier unser Tempo. Mal gucken, ob das schon reicht. Wenn wir jetzt da rein wollen. Aha, das funktioniert nicht mehr. Wenn wir hier runtergehen. Das funktioniert, aber dann gibt es hier eine Brückenpfeilerkollision. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich nochmal ein bisschen mehr abreißen. So, einfach damit wir eben mehr Platz haben. Wenn wir jetzt... Ja, nee, wie soll ich das jetzt am besten machen? Einfach hier reingehen. So, dass wir hier andocken. Es geht halt nicht. Okay, warum geht's nicht? Weil da vorne irgendwas ist. Allerdings, darunter ist eigentlich nichts. Also sollten wir hier auch keine Brückenpfeilerkollision haben. Eigentlich. So wird's gehen. Das funktioniert aber natürlich nicht. Dann haben wir 110 km/h. Das heißt, das ist definitiv nicht, was ich möchte. So könnten wir es noch hinstellen. Warum nicht? Wie sieht's dann aus? So, geht hier weg. Okay, und geht hier runter. Nee, was habe ich denn jetzt gebaut? Nö, nö, nö. Das wollen wir dann schon nicht, dass das Ganze runtergeht. Das ist hier schon falsch. So, okay. Jetzt nochmal von hier aus testen. Vielleicht geht's ja, wenn wir natürlich da so ein Gefälle haben. Nee, geht immer noch nicht. Okay, schade. Irgendwie müssen wir das zusammenkriegen. Das werden wir auch irgendwie zusammenkriegen. Die Frage ist nur, wie. Wenn wir das jetzt hier nochmal so parallel machen, was haben wir für eine Höhe? Ja, ja, jetzt haben wir wieder dieses Problem. Okay, wir müssen hier oben bleiben. Nämlich so. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann haben wir tatsächlich wieder Brückenpfeilerkollision. Irgendwo haben wir da vorne das Problem. Gut, kappen wir dann halt hier noch was. Wir werden hier eine Lösung finden. Da habe ich gar keine Bedenken. Die Frage ist, wie? Ich finde es komisch, dass wir hier eine Brückenpfeilerkollision haben. Das geht tatsächlich nicht. Irgendwo hier unten muss was sein, aber hier ist eigentlich nur Kollege Tunnel. Also von daher. Sonst bauen wir das halt nochmal parallel nach hier hinten. Möglichst weit. Das wird ja definitiv funktionieren. Wir brauchen einfach die richtige Höhe. Das wäre plus minus etwa so. Dann vielleicht noch ein bisschen näher ran. Wäre so. Plus minus. Ja. Und jetzt. Ja, jetzt brauchen wir halt noch mehr Weg. Aber es wird natürlich immer schwieriger, da dann wirklich reinzukommen. Ich kapp's mal nochmal. Sonst haben wir dann einen Parallelweg bis zum Bahnhof. Würde auch gehen, ist aber eigentlich nicht die Grundidee des Ganzen. So, mal schauen, ob das nicht funktioniert. So, hier rankommen. Wir haben hier die ganze Zeit eine Brückenpfeilerkollision. Ist ja interessant. Das geht, aber ich komme nicht rüber. Ich komme mit dem Gleis da nicht rein. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen Rätsel, warum. Jetzt hier ging es schön rüber. Jetzt von hier aus wäre es eigentlich keine große Sache mehr, denke ich. Hier haben wir hier Richtung Berg. Dann die Höhe nochmal kappen. Ja, wisst ihr was, liebe Freunde? Wir machen ein Päuschen. Ich bin schon wieder über die Zeit. Ich wollte ja ein bisschen kürzere Folgen machen, damit ich eben nicht nachts um 2 noch aufnehmen muss, nach einem arbeitsreichen Tag. Hat aber was hier. Das sieht ein bisschen aus wie eine Autobahn mit Schienen. Jetzt müssen wir es da hinten nur irgendwie noch zusammenkriegen. Und das werden wir schaffen. Da bin ich zuversichtlich. Wir gucken, wie wir es schaffen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Wir düsen noch hier runter nach München. Denn hier haben wir noch einen Zug. Und den würde ich gerne mitnehmen. Beim Tschüss sagen. So, da kommt er. Gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut, bis denne. Hier mit dem Holzzug. Tschüss.